Hallo, ich bin entführt worden von einer Gruppe, die sich Kämpfer zur Errettung des kultivierten TV-Genusses nennen, kurz KZEDKTVG. Sie möchten 18 Millionen Euro in durchnummerierten Scheinen zum Erhalt des ihrer Meinung nach fantastischsten Sender aller Zeiten, ZDF Kultur. Thomas Bellut soll bitte nackt die Summe in einem überdimensional großen Sparschwein vor den Kölner Dom deponieren. Des Weiteren verlangen sie, dass die Folgen der neuen Staffel Rosch und Böhmermann ausschließlich im Primetime im ZDF um 20.15 Uhr laufen sollen. Außerdem soll der nervige 24-Stunden-Hampelmann Markus Lanz ab sofortiger Wirkung sein Amt niederlegen. Zusätzlich bestehen sie darauf, dass Jan Böhmermann ab sofortiger Wirkung der neue ZDF-Wetten-Das-Moderator werden soll. Sollte den Forderungen nicht Folge geleistet werden, wollen Sie mir täglich mehr Körperhaare entfernen und außerdem Silikon in meine Brüste und in meinen Po einpflanzen. Bitte tun Sie, was Sie sagen. Ich meine, es ist echt ernst. Bitte, bitte tun Sie, was die sagen. Gott, ey, dieses Käseblatt ist so eklig. Du kannst jetzt ausschalten. Ja. An dem roten Knopf. So geht das, Mensch.